Was wird denn das? Oh je, Guten Tag, hier ist Bobs Baugeschäft. Ja, verstehe. Ich komme so schnell ich kann. Okay, bis dann. Oh ja, das war ein furchtbarer Sturm. Hallo? Große Güte. Ja, ich verstehe. Ja, das war ein schlimmer Sturm. Können Sie bitte einen Augenblick dranbleiben? Ein Baum entwurzelt? Er blockiert die Straße? Bob, da ist ein dringendes Fax gekommen. Vom Stadtrat. Warten Sie bitte einen Moment. Blockierte Straßen, umgestürzte Telegrafenmasten, diverse Rohrbrüche, etliche kaputte Zäune brauchen unbedingt Soforthilfe. Okay, Wendy, bin schon unterwegs. Keine Sorge, ich spreche mit den Kunden und sage ihnen, dass du so schnell wie möglich bei ihnen bist. Danke, Wendy. Hallo? Hallo? Oh, hallo, Bob. Was liegt an? Mann, das war ja vielleicht ein Unwetter heute Nacht, wie das geblitzt und gedonnert hat. Schlimm, was? Kann man wohl sagen. Geht's euch allen gut? Naja, ein bisschen unheimlich war das schon. Stimmt's, Buddel? Nee, ich hatte keine Angst. Ich fand's lustig. Also hört mal, der Sturm hat etliche schwere Schäden angerichtet und wir werden sofort gebraucht. Ich kann baggern. Ich kann mischen. Ich kann zuschütten. Ich kann plattwalzen. Ich kann heben. Was für ein Team. Buggy, du kommst mit mir, um die Straßen zu überprüfen. Buddel und Heppo, ihr fahrt bitte zum Bauernhof raus und seht nach, ob dort alles in Ordnung ist. Und was ist mit mir, Bob? Keine Sorge, Mixi, an so einem Tag wie heute werdet ihr bestimmt alle gebraucht. Können wir alles wieder in Ordnung bringen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja! Also bis später. Auf geht's, Heppo! Weißt du, ey, ich finde, hier sieht's gar nicht so schlimm aus. Vielleicht hast du recht, aber diese Enten sehen nicht sehr glücklich aus. Wenn wir ihren Teich freigeräumt haben, werden sie das bestimmt. Kuschel, hör auf, die Enten zu erschrecken! Komm schon, Heppo, lass uns anfangen!